Hallo. Ja, heute wieder eine sonnenerfüllte, blaue Himmel-Inspiration für dich. Die Überschrift: Was ist wahr über dich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die dein Leben verändern kann. Was ist wahr über dich? Was stimmt über dich? Was nimmst du an, ist wahr über dich? Hallo! Ja, die Frage, was ist wahr über dich? Was ist denn jetzt wahr über mich? Dass ich hier auf dem zugefrorenen See stehe? Oder ist wahr über mich, dass ich meinen Vater nicht kenne und dass ich deswegen vielleicht irgendwelche Probleme mit Männern habe? Oder ist wahr über mich, dass irgendetwas an mir vielleicht doch nicht so in Ordnung ist? Vielleicht ist ja auch wahr über mich, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, dass ich irgendwo abgelehnt werde. Vielleicht ist es auch wahr über mich, dass ich jetzt hier ein Video mache und es bringt gar nichts. Vielleicht ist ja auch wahr über mich, dass dieses Video ganz viele Menschen erreicht. Vielleicht ist ja auch wahr über mich, dass ich wirklich wichtig bin hier auf dieser Welt. Schon allein nur, weil ich hier bin. Vielleicht ist ja auch wahr über mich, dass nur allein meine Existenz einen wunderbaren Hintergrund hat. Vielleicht ist auch wahr über mich, dass ich eigentlich gar nichts besonders machen muss oder gar nichts besonders erreichen muss. Vielleicht ist auch wahr über mich, dass ich schon einfach, nur weil ich bin, perfekt bin. Und einfach gut. Und vielleicht ist aber auch wahr über mich, dass ich noch nicht gut genug bin. Vielleicht ist ja auch wahr über mich, dass ich noch irgendwelche Ausbildungen nicht habe. Vielleicht ist ja auch wahr über mich, dass ich irgendetwas noch nicht so mache, wie ich es eigentlich machen sollte. Vielleicht ist aber auch wahr über mich, dass ich alleine entscheide, was wahr ist über mich, über die Welt, über die anderen, über alles. Und wenn das wahr für mich ist, dann ist es auch wahr für dich. Und wenn du ganz tief in dir spürst, dass du merkst, was ich dir jetzt gerade mit diesen Beispielen aufzeigen wollte, dann weißt du, dass die Wahrheit nicht die ist, die du so lange für wahr gehalten hast, sondern dass es eine Wahrheit gibt, die schon festgelegt worden ist, bevor du überhaupt hier auf diese Welt gekommen bist. Es gibt eine Wahrheit über uns Menschen, die ist eine ganz andere als das, was wir glauben, was wir jemals gehört haben über uns, was wir uns vorgestellt haben, was wir an Hintergründen und Voraussetzungen für uns alles meinen, glauben und denken. All das ist eben nicht so. Und je mehr Menschen das wirklich verstehen, wie frei sie sind im Geiste, wie frei sie sind in ihrer eigenen Entscheidungskraft, wie frei sie sind in dem, was sie sehen, was sie erkennen, was sie sich selber erzählen. Je mehr Menschen es wirklich begreifen, dass es nicht darum geht, einer Meinung zu sein mit jemandem, damit man sich gut versteht, damit derjenige ihn gut findet, dich gut findet, mich gut findet. Wir haben immer das Gefühl, darum geht's. Wir müssen uns irgendwo auf eine Art und Weise anpassen, Anerkennung holen, im Außen durch irgendein Verhalten,
durch irgendwas, was wir sagen, durch irgendwas, was wir machen, damit wir einen Effekt erzielen. Und der Effekt ist, dass wir geliebt werden, dass wir toll gefunden werden und so weiter und so fort. So ein Stress. So ein Stress. Und es ist so leicht, wenn du weißt, wie es geht. Wenn du weißt, wie du zuerst im Innen all das findest und kreierst, was du dir immer schon im Außen gewünscht hast. Und dass es einfach schon da ist. Und schon lange da ist, einfach von dir nicht gesehen wurde, weil du falsch geguckt hast, weil du falsch gesucht hast, weil du am falschen Ort gesucht hast. Weil du es einfach nicht wusstest, wo es zu finden ist. Und es ist in dir. Und das weißt du. Aber wo genau in dir? Das weißt du vielleicht noch nicht so genau. Und das ist genau das, worum es geht. Wo und welches in mir kann ich verändern, dass sich das Außen auch verändert? Das ist die Frage. Was soll ich denn da machen? Herz, Hirnkohärenz, wie geht es? Wie ist die Technik dazu? Was stelle ich daher damit? Was mache ich? Was soll ich alles tun? Was soll ich für Übungen machen? Was soll ich den ganzen Tag über leisten? Nix. Gar nichts. Gar nichts. Du sollst der oder die sein, die du wirklich bist. Und du sollst dich so fühlen, wie es für dich wirklich gedacht ist. Und du sollst die Dinge tun, die aus diesem wahren Gefühl, das für dich gedacht ist, entspringen. Das sollst du tun. Und dann spürst du, dass dahinter eine ganz andere Wahrnehmung von dir selber steckt und ein ganz anderes Selbstbild, als das du mitgekriegt hast von der Gesellschaft, als das du mitgekriegt hast von deinen Liebsten, von deinem Job und so weiter und so fort. Und ich kann dir nur eins sagen, das, was du glaubst, oder die oder der, wo du glaubst, dass du es bist. Erstens mal bist du es nicht in Wahrheit. Du kannst es sein, wenn es sich gut anfühlt. Aber zweitens musst du es nicht. Du darfst so perfekt und fantastisch sein, wie du dir es in deinen allerkühnsten Träumen nur vorstellen kannst. Und dann noch mehr. Noch perfekter und noch fantastischer und noch großartiger. Und da geht es nämlich nicht darum, dass du irgendetwas noch zu leisten oder zu tun hast oder zu lernen hast. Sondern es geht darum, dass du entdeckst, dass ja alles schon da ist. Und dass du entdeckst, dass du schon jegliche Erlaubnis bekommen hast, fantastisch und großartig zu sein. Es geht nur um das. Und ich bin so, so glücklich, dass ich das Wissen, diese Ansichten teilen kann. Vor allem jetzt mit den Damen im Divine Creation Mastermind, die das aufsaugen. So einfach, weil es so wahr ist, weil es so mit ihrem innersten wahren Kern resoniert. Und dann daraus leben, das umsetzen. Und Wunder geschehen. Wunder sind ja nur Dinge, die wir eigentlich dachten, dass sie nicht geschehen können, weil wir halt an einem Ort waren oder in einem Denken waren, wo wir dachten, naja, das geht eh nicht. Aber sobald es nur verändert wird und du aus diesem es geht eh nicht Denken rausgehst und einfach nur mal sagst, es geht alles. Alles ist möglich, weil ich weiß, wer ich bin. Dann verändert sich alles. Dann verändert sich dein komplettes Leben. Dann verändert sich dein Außen. Dann verändert sich dein Innen. Dann verändert sich deine Weltsicht. Dann wird es blau und sonnig, so wie es jetzt bei mir hier gerade ist. Dann wird es auch bei dir blau und sonnig. Egal, wo du gerade bist. Weil du die Sonne in dir entdeckt hast. Weil du dir erlaubt hast, zu scheinen. Zu scheinen. Für dich und für die Welt und endlich das zu tun, wofür du hierher gekommen bist, als klitzekleines, wunderschönes Baby. Egal wie alt du bist,
Egal, was du gerade machst, das ist deine Aufgabe. Und wenn du immer noch jemand bist, der unterwegs ist und sagt, ich muss den Sinn meines Lebens finden. Ich muss den Sinn meines Lebens finden. Dein Sinn ist genau der gleiche wie meiner und von all den anderen Menschen, die hier gerade auf der Erde sind, herauszufinden, wer du wirklich bist. Und herauszufinden, was für ein Leben für dich gedacht ist, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Und dieses Leben für dich zu kreieren und in vollen Zügen zu genießen. Da gibt es keinen Unterschied. Da sind wir alle gleich. Für das sind wir alle hierher gekommen. Und jetzt ist die Zeit, es zu erkennen. Und für jeden, der jetzt hier irgendwo eine Resonanz spürt und sagt, ja genau, so kompliziert ist es gar nicht, wie ich immer gedacht habe. Es ist eigentlich relativ einfach. Aber ich sehe vor lauter Wald die Bäume nicht. Dann komm zu mir. Ich freue mich, wenn ich dir deine Bäume zeigen darf, wenn ich deinen Wald für dich lichten darf, dein Dunkel für dich lichten darf, weil es muss nicht da sein. Nichts muss da sein, was du nicht haben möchtest. Wenn du Fragen dazu hast, stell sie doch einfach hier unter dieses Video. Dann werde ich sie beantworten, vielleicht mit einem kurzen Text oder auch mit einem neuen Video. Es ist einfach so, so wichtig, dass wir hier die Kunde teilen und verteilen, dass jeder sein Leben selbst kreieren kann. Es kommt nur darauf an, aus welcher Perspektive, aus welchem Selbst, das du glaubst, dass du bist, welches Selbst kreiert das Leben. Und da bist du so frei in deinem Selbstkonzept, darin, wie du dich selber kreierst, darin, wie du die anderen Menschen kreierst, darin, wie du dein ganzes Umfeld kreierst. Du bist so frei. Du hast alle Möglichkeiten. Und aus der Fülle heraus, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, weißt du, dass du niemals etwas Schlechtes kreieren würdest, weil du weißt, es ist alles da, weil du weißt, es ist alles möglich, weil du weißt, es ist nichts eingeschränkt. Und schon weißt du, dass du keinen Neid mehr brauchst. Du weißt, es braucht keine Missgunst. Du weißt, es braucht kein Vergleichen. Sondern es braucht nur dich. Und es braucht eine Entscheidung, wer du sein möchtest, welche Version von dir, welche großartige, göttliche Version von dir jeden Morgen aufsteht, durch den Tag geht und am Abend ins Bett geht. Du entscheidest es jeden Moment neu, 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 neu. Und es ist eben, dass es jeden Moment entschieden werden muss, weil jeder Moment ist der einzige Moment, den jeder von uns hat. Und wir vergeuden zu viele Momente mit Scheiße, mit Blödsinn, mit Leiden, mit Traurigkeit, mit Einsamkeit, mit Angst, mit Sinnlosigkeit, mit Unmöglichkeit, obwohl alles da ist. Und das ist Freiheit. Und alle, die Freiheit suchen, die dürfen erstmal anfangen, sich die Freiheit zu geben, zu sein, wer sie wollen, zu denken, was sie wollen und zu tun, was sie wollen. Und diese Freiheit einfach mal kennenzulernen. Und zu merken, dass aus diesem Seinszustand jeder andere Seinszustand da ist. Glück, Fülle, alles. Nicht, weil eine Bedingung erfüllt ist. Nicht, weil du einen Liebhaber hast, der dich auf Händen trägt. Nicht, weil du ein volles Bankkonto hast. Nicht, weil. Sondern einfach nur, weil du es so willst. Und weil du es so entscheidest. Und weil du die einzige Entscheidungsmacht in deinem Universum, in deiner Realität bist. Ja, das war's. Kleine Inspiration. Ich sonne mich hier jetzt noch ein bisschen.
und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Wenn du das Video auf YouTube anschaust, dann hinterlass mir doch ein Like unbedingt. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann klicke auf Abonnieren und auf diese ganze Glocke und nicht auf die halbe Glocke, dass du jedes Mal, wenn ich ein Video mache, informiert wirst. Hinterlasse einen Kommentar, interagiere mit mir und genieße dein Leben. Bis dann. Tschüss.